Moin Moin und willkommen bei den Testoleros. Wenn ihr wissen wollt, das was für euch ist, dann bleibt dran. So, hier haben wir das gute Stück. Das habe ich mir bestellt, gibt es bei Amazon, wenn ich mich nicht irre, für 11 Euro war zu der Zeit der Preis. Link in der Beschreibung, wenn ihr euch das mal angucken wollt, aber ich denke mal, wenn ich mit dem Video fertig bin, dann guckt ihr euch das wahrscheinlich an, aber ihr wollt es garantiert nicht kaufen. Und zwar warum? Und zwar haben wir hier einmal eine Zange. Ich sag's jetzt mal Kombizange, weil und Schneidzange bzw. nochmal integrierter Seitenschneider hier, wenn man das sieht. Hier. Also hat im Prinzip 1, 2, 3 Funktionen diese Zange. Ja, das funktioniert. Ich habe es noch nicht so getestet, weil ich Angst habe, dass das Tier mir wirklich wegbricht. Aber so an sich funktioniert das schon mal. Das ist schon mal eine Sache, die funktioniert. Der Clip hier, der geht in Ordnung. Ach hier, ihr seht da schon das erste Problem. Der hier. Der löst sich. Und das seht ihr, kann ich auseinandernehmen. Also, normalerweise ist das so, dass ihr, werdet ihr sicherlich kennen, eine Zange, ähnlich einer Rohrzange, Wasserpumpenzange, man nennt das Teil auch, wenn ich mich nicht irre, Engländer, dreht man hier im Prinzip an diesem Rädchen, hier, und dann kann man das rausdrehen und wieder reindrehen, wenn es denn funktioniert. Und ich drehe und drehe und es funktioniert nicht. Es ist einfach nur, jetzt fängt es an zu haken. Also das Ding ist hier Schrott, wie gesagt, das könnt ihr vergessen. Der nächste Punkt, die Bits. Wir haben hier 3 Bits. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, wie kommt man da ran? Das geht nicht. Das geht nicht und hier gibt es auch keine Klappe etc. oder irgendwas, sondern man muss das jetzt hier mit den Fingern und den Daumen hier irgendwie rausziehen und dann hat man hier 2 Möglichkeiten, 2 Bithalter im Prinzip. Einmal den hier vorne, den steckt man hier rein. Das hält noch ganz passabel, aber ihr müsst trotzdem aufpassen. Also es hält gerade so. Und dann den hier noch. Ja, der ist normalerweise gedacht, damit ihr dann schön hier arbeiten könnt. Aber wenn euch das immer rausfällt, dann ist das natürlich für ein... Ja, wisst ihr ja. Wenn ihr euch mal diesen Bit hier anguckt und ihr guckt euch Standard-Bits an, dann werdet ihr ganz schnell merken, diese Bits sind wirklich nur für dieses Werkzeug gedacht. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich dazu überhaupt noch Werkzeug sage, sondern einfach nur sage, das Ding ist Schrott und das Ding ist wirklich Schrott. Also, ja toll, der Gürtelclip funktioniert und hier die Zange funktioniert. Toll, das war es dann aber auch schon. Aber es ist nicht Sinn und Zweck des Multitools, sondern ich habe nicht gekauft, weil hier alles funktionieren soll. Dieses Tool ist euer Geld nicht wert. Gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Kann natürlich auch sein, dass ihr so eine ähnlichen Multi-Tools schon kennt oder schon ähnliche Erfahrungen mit Schrott gemacht habt. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Also bis dahin. Ach ja, und vor allem abonniert den Kanal, ne? Ganz wichtig. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis demnächst.